So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und es ist soweit, das Lugia und Ho-Oh Raid Wochenende ist da. Wir werden jetzt mal 2 Tage auf Lauer gehen. Eigentlich brauche ich die ja nicht mehr. Shinies habe ich von beiden auf jeden Fall schon, aber ein 100er von jedem wäre noch eine krasse Sache. Vielleicht kriegt man ja jetzt was. Ich habe mir ein Paket geholt, wo noch ein paar Pässe drin sind, 20 Stück. Kriegt ihr nämlich mit dem aktuellen Hyperbox-Paket. Wir haben hier in der Nähe an, hier sind das Werratal Sporthalle, ein Lugia Raid. Da gehen wir jetzt hin, treffen uns mit dem Gefer, wollen das mal legen, vielleicht dann nach Weidersroda über, falls da kein Viridium ist. Das kann ja leider auch noch da sein. Und dann haben wir hier noch den Turm. Wir werden mal gucken, was heute und morgen so geht. Ich werde das dann wieder alles zusammenknüppeln. Und ich verweise nochmal auf die GoTool-App, wer die immer noch nicht kennt. Ladet euch die GoTool-App runter, ihr seht, schön in der Übersicht auch. Vom 20. bis 23. eben die 2 Fünfer neu dazu. Ihr seht alle Konter dabei, ihr seht, wie viele Leute ihr ungefähr braucht. Ihr seht die Werte für ein 100er normal, ein 100er Wetter geboostet. Ihr habt alles immer schön übersichtlich. Das gilt natürlich hier auch für die anderen Raid-Stufen. Stufe 2, 3, 4, X-Raids, alles zusammen. 21,15 brauchen wir beim Lugia. Wir gucken mal, was das erste ist, ob wir schon Glück haben, ob ein Shiny dabei ist. Ich muss jetzt aber los, bin schon spät dran. Sehe ich die Uhr nicht mehr, verdammt. Gefer, keine Angst, ich komme. So, das erste Lugia ist auf jeden Fall gelegt. Wir gucken gleich mal auf die Handys, ob da vielleicht ein Shiny dabei ist oder was Gutes. 21,15 braucht's übrigens. Dann wäre es ein 100er. Hast du irgendwas? 20,98. Ja gut, aber ist trotzdem fast dann 21, ist, kann man mitnehmen. Wir gucken jetzt mal hier rein. Wir gucken mal hier auf die einzelnen Handys. Wir fangen mal hier an. 20,49, kein Shiny. 20,91, kein Shiny. 20,62, kein Shiny. 21,11, das dürfte ein 98er sein. Das ist gut, das können wir mal mitnehmen. Gut, den Rest nehmen wir natürlich auch mit. Und wir fahren dann weiter, glaube ich, nach Weidersroda. Der Fischi muss Bescheid sagen, was da rausgekommen ist. Dann sehen wir uns dort wieder. So, in Weidersroda angekommen. Das seht ihr auch schon, den Fischi am Start. Er hat uns nämlich Bescheid gesagt, dass hier ein Lucio ist. Ne? Kennt ihr auch Lucio? Schreibt es mal in die Kommentare. Nein, Lugia. Wir haben jetzt hier, ich zeige das euch mal, 20,60 am Start, kein Shiny. 20,52, kein Shiny. 20,96 dürfte ein 89er sein. Und 13, 17, 17, 17 Bälle. Jetzt kommt's. Und haben wir ein Nichts. Vielleicht ist es aber gut. Nee, 20,57. Gut, wir fangen das und wir gucken mal, was am Old City Tower noch aufgeht. Da ist der Fischi leider nicht mehr dabei. Der geht nämlich nach Regensburg und sammelt Regenwürmer. Und genau. Der Gefer ist aber am Start, auf den ist Verlass. Und dann gucken wir mal, ob wir am Old City Tower irgendwas mitnehmen können. So, Old City Tower ist also auch gelegt. Ne? Was hast du? 20,72. Wir gucken mal wieder auf die Handys, auf die Accounts. Hier haben wir 21, also irgendwie der hier am Rand hängt, hat immer das Höchste. 20,88 dabei, 20,56. Ihr seht das Weiße, das hat immer Pech. Nimmt also ab, kein Shiny, aber wir haben ja 18 Bälle auf dem Großen und ein Nix mit 20,40. Ich glaube, besser geht's auf jeden Fall nicht. Wir warten jetzt auf jeden Fall noch, ob wenn der Friedhof aufgeht, vielleicht ist da noch eins zum Mitnehmen. Wenn nicht, gibt es dann erstmal Mittag und vielleicht dann später weiter. Jetzt wird gefangen, Friedhof, Bismarckturm, geht ja auch noch, aber das ist ein bisschen tricky. Also bis gleich. So, wir sind also angekommen am Friedhof, haben da auch das Lugia gelegt. Schon wieder Lugia, bisher noch kein Ho-Oh gesichtet. Aber wenigstens ist es kein Viridium gewesen. Wir machen jetzt gleich erstmal Mittagspause. Bismarckturm, lass mal aus. Akkus müssen wir auch erstmal laden. Und ihr seht hinter mir schon ein Dixie-Klo, wie bei Jackass. Und da wollen wir jetzt mal reinschauen, was wir jetzt beim letzten Raid rausbekommen haben. Ob ein Gutes dabei ist, ob ein Shiny dabei ist. Die sind nämlich auf dem Dixie-Klo. Wir schauen mal rein. Du. Oh,
Oha, seht ihr das? Ein Shiny Luke, ja, mit 2073 und daneben gleich das nächste mit 2086. Hier habt ihr noch ein 2078er und auf dem großen wieder mal 18 Bälle und ein Nichts, aber 2096. Gut, das hat wenigstens einigermaßen gute IV. So, das fangen wir jetzt alles. Dann machen wir Mittagspause. Und dann sehen wir uns später wieder bei den restlichen Raids. So, die Mittagspause wurde also kurz unterbrochen. Da ist nämlich noch ein Lugia reingeflogen. Wird noch fix mitgenommen. Diesmal nur mit einem Account am Start. Richtig cool. Da kann man auch mal die Kamera festhalten und gleichzeitig reden. Ne? Wir gucken mal, ob jetzt ein Shiny dabei ist. Auf dem Großen oder bei den anderen natürlich. Es ist auch noch ein Ho-Oh aufgegangen in Birkenfeld, aber das ist so abgelegen. Da muss man durch einen halben Wald stiefeln und die Pizza wird kalt, weil es ist ja noch nicht fertig gewesen Mittag, ne? Einfach rausgerissen. Deswegen nehmen wir das jetzt mit, verlängern dann die Mittagspause und ab 12 sieht es dann schon wieder anders aus. Leider kein Shiny. 2051. Sonst jemand was? 21,15, das ist 100er. Okay, wir fangen das einfach in Ruhe, gucken dann, was noch so geht nach dem Mittagessen, wenn die Pizza ganz weg ist. Denn dann starten wir richtig durch und dann schneide ich nur noch einen ran und das war's. Nein, mal gucken, wie viel heute noch so geht und morgen vielleicht nochmal extra. Also mal gucken, bis hier alle eingedeckt sind. Ich brauch's ja eigentlich nicht. Ich mache ja nur so, ich tue ja nur so, als ob. So, jetzt ist die Mittagspause aber endgültig um. Die Pizza ist weg, der Weißkrautsalat auch. Und guckt euch das an, bei 33 Sekunden Restzeit. Aber ich habe ja meine anderen Accounts nicht dabei. Bin wieder mit einem am Start, damit es alles hier gemütlicher ist. Wir drücken es mal fix durch. Gucken mal wieder, ob ein Shiny dabei ist, ob jemand ein gutes hat. Die werden immer schlechter, die Dinger. Nichts. 2099, das sieht aber trotzdem gut aus. Die werden immer schlechter von 2058. 2058. Aber der Benni hat sich gleich versteckt im Auto, ne? Ich sag nur Kinderarbeit. Das fangen wir jetzt noch und dann ist am Friedhof, geht glaube ich gleich noch einer auf. Wenn das Lugia oder Ho-Oh ist, wird man den natürlich auch noch mitnehmen. Hab jetzt auch meine hässliche Jacke wieder an, nicht die weiße, weil wir haben vorhin, der hat so in die Rippen gezogen. Trotzdem aber kurze Hose am Start, ihr wisst Bescheid. Guck, so muss das aussehen hier, das ist ansteckend. Aber kurze Ärmel noch dazu, das ist geisteskrank, das muss man nicht machen. Wir fangen das jetzt und sehen uns wahrscheinlich beim Friedhof wieder. So, Friedhof ist leider nichts geworden, das war nämlich nur ein Viridium. Deswegen sind wir jetzt... Oh, der Franz kommt, der Franz kommt! Deswegen sind wir jetzt am Löwen, wie ihr vielleicht hinter mir sehen könnt. Da irgendwo ist der Löwe. 14. Ja, toll! Na, ihr seid ja lustig. Wir gucken mal kurz, ob es ein Shiny ist. Nein, ist es nicht, aber wir müssen es noch fangen. 21,68 und vor allem, guckt in die GoTo-Lab, ich sag's euch jedes Mal wieder, damit ihr wisst, was das 100er ist. Ihr geht hier auf Reds 5, denn jetzt braucht man nicht 21,15, jetzt braucht man 22,7 für das 100er. Haben wir nicht? Gut. Ab 22 ist es gut, merkt euch das. Eins ab 21, eins ab 22. Das fangen wir jetzt und vielleicht gehen wir nach Birkenfeld. Die sind jetzt einfach abgehauen, aber ich glaube, die wollen nach Birkenfeld an die Arena, die ich Gold habe, ohne einmal dort gewesen zu sein. Das ist natürlich auch sehr interessant. Wir fangen das. Guck mal, da ist nämlich auch ein Ho-Oh. Und auf Ho-Oh haben wir ja den ganzen Tag gewartet, ne? So, wir sind angekommen in Birkenfeld, ne? War mal wieder eine Bergwanderung Deluxe, hier überhaupt hinzukommen. Alle so, wow, wo ist überhaupt die Arena, wo muss man denn da lang? Schnell Auto abgestellt, durch den Wald gerannt. Aber das Ho-Oh ist erledigt. Ich drehe mich mal kurz um. Hier hinter mir seht ihr nämlich das Denkmal, was die Arena ist. Sieht doch gut aus. Wir sind gespannt, ob noch jemand einen Shiny mitgenommen hat. Nee, aber... 21,94, das müsste ein gutes sein. Ab 22 ist es richtig krass. Das nehmen wir natürlich noch mit. Und dann weiß ich nicht, ob ich heute noch was mache oder ob ich morgen eine Extra-Folge mache oder ob ich... Ja, solange es hell ist, machen wir noch was. Wenn es dunkel wird, machen wir nichts mehr. Und wenn wir hier wieder runterkommen, gibt es die Folge auch auf YouTube. Wenn nicht, finden Sie irgendwann die Kamera mit den Aufnahmen drauf.
So, wir sind jetzt also angekommen am Schafsteich, an der Schutzhütte am Schafsteich. Und ich glaube, das ist jetzt wirklich der letzte Raid für heute, den wir machen. Außer wir machen in Birkenfeld den noch mit. Muss ich mir noch ganz stark überlegen, kommt drauf an, was da rauskommt. Ihr seht hier, Belichtung, ne? So muss man es machen, einfach vors Auto gestellt, dass man da was sieht. Denn es ist einfach nur stockdunkel, obwohl es gerade mal um 5 ist. Deswegen habe ich gesagt, bin ich heute raus, ich mache nichts mehr, weil eben alles dunkel ist, die Kamera dann ihren Geist aufgibt, man erkennt eh nichts mehr, das sieht dann alles richtig schwammig und eklig aus. Aber wie mache ich das denn hier? Mache ich das so? So sieht das noch besser aus. Ne, ach, das komische Ding. Wir machen den letzten Kampf auf jeden Fall jetzt mit euch. 7 Leute in der Lobby, es ist nochmal ein HO geworden. Wir sind gespannt, ob die anderen jetzt ihr Shiny kriegen. Wie gesagt, ich habe ja schon Shinies von HO, von Lugia. Mir ging es einfach nur darum, mal wieder eine lustige Raid-Tour zu machen, ein bisschen unterwegs zu sein, was für euch zu filmen, den Tag mitzunehmen. Und ich denke, morgen wird nochmal genauso laufen, denn heute ist Samstag. Das lade ich dann aber, glaube ich, am Sonntag hoch und Sonntag mache ich nochmal eine, je nachdem, wie viel sich ergibt. Wo ich dann eben alles am Montag hochlade, damit ich das immer am Abend schneiden kann für den nächsten Tag. Am 24. dann auch eine kleine Spezialfolge, also wirklich was richtig Kleines, damit ihr wirklich in Ruhe Heiligabend feiern könnt und nicht zu Hause sitzen, den ganzen Tag YouTube gucken müsst. Jetzt ist das Ho-Oh aber auch gleich weg. 2 Stück haben wir damals hochgezogen, 2 98er. Und theoretisch könnten wir auch, wenn das um ist mit Ho-Oh und Lugia, nochmal 2 maxen. Und zwar ein Lucky Shiny Ho-Oh und ein Lucky Shiny Lugia. Das wäre richtig genial. Ich habe bisher nämlich noch kein einziges Lugia gemaxt. Aber eben 2 98er Ho-Oh. Und jetzt können wir noch 2 Shinies maxen von jedem. Also von jedem eins. Das wäre auf jeden Fall krass. Wir gucken kurz, was wir da haben. Wir drücken es einfach durch. Schauen, ob noch ein Shiny dabei ist. Nee, leider nichts. Aber 21, 51, 22, noch was, muss es ja, glaube ich, haben. Das fangen wir jetzt noch kurz. Ich frage mal kurz nach, ob die anderen irgendwas haben. Hat jemand was? Nee. Gar nichts. Nicht mal ein Ho-Oh. Ach, nee. Toll. Gut. Wir stellen euch mal hier in die Wiese. Kurze Hose am Start, Digga. Ihr seht, so muss das sein. Fangen jetzt noch das Ho-Oh, das letzte. Wie macht man das denn hier? Wir machen das einfach so und fangen das Ho-Oh, genau. Hoffentlich braucht man keine 1000 Stück. Jetzt geht noch das Gebläse los. Ich sag's dir. Nein, daneben. Hoffentlich nehme ich überhaupt auf. Und da ist es drin im zweiten Ball, obwohl ich wieder mal komplett daneben geschossen habe. Kein großartig, kein einfach fabelhaft, aber das braucht ihr auch nicht. Klappt auch so. Und wir können ja mal kurz durchschauen, was das beste Ho-Oh von heute war oder das beste Lugia. Wir haben nämlich, wie viel haben wir denn gemacht? Hier hat es, glaube ich, angefangen. 20,91. 15 Angriff, das sieht gut aus. Hier nix. Jetzt habe ich die Bewertung weggedrückt. Junge, Junge, Junge. Dann rüber, das auch nicht so krass. Hier wieder 15 Angriff, kann man natürlich mitnehmen. Ein Barmelin, ein Radfratz, ein Wieser, noch ein Lugia, noch ein Lugia. Auch wieder mit 15 Angriff, als ihr seht. Immer knapp bei 21. Hier Ho-Oh, 21,94. Das ist sogar ein 96er. Leider keine 15 Angriff. Und das letzte von jetzt eben. Wie war eure Ausbeute heute? Schreibt es mal in die Kommentare. Und vor allem, habt ihr ein Shiny bekommen? Und was war euer bestes Lugia, euer bestes Ho-Oh? Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. So, wir sind doch noch einmal zurück. Auch wenn ihr mich jetzt gar nicht mehr sehen könnt, außer ich leuchte mich vielleicht ein Stück an. Wir haben trotzdem das Lugia in Birkenfeld noch mitgenommen. Hinter mir seht ihr ein Feuer. Das wärmt mich ein bisschen von hinten. Ist nämlich schon ziemlich kühl, obwohl es gerade mal 5:30 ist, aber alles stockduster. Deswegen machen wir heute jetzt auch wirklich nichts mehr, obwohl ich mich eben schon verabschiedet habe. Das war's trotzdem. Wir gucken noch mal aufs Letzte. Leider kein Shiny. Wir können mal den Franz noch fragen und den Gefa. Vielleicht haben die noch was mitgenommen. Ansonsten war es das jetzt aber wirklich für heute. Aber wir machen morgen natürlich weiter. Und ja,
Da geht sicherlich noch was. Also auf den kleinen Accounts habe ich ja was bekommen. Vielleicht die anderen, die haben das ja nötiger, die kriegen morgen sicherlich was. Und so ist jeder bedient. Das war's von meiner Seite aus. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.